Carbonara. Und wenn sei du rein, wo sind all die Indianer hin? Gib mir doch erstmal zwei Adlibs. Lass uns mal mit ein bisschen Singen anfangen. Was ist denn dein aktueller Ohrwurm? Von Fleetwood Mac, Dreams. Only love you when it's raining. Also ich finde, morgens nervt Musik. Außer Fleetwood Mac und Jack Johnson geht auch. Wo du gesagt hast, morgens nervt Musik. Ich verstehe auch Leute nicht, die so Songs als ihren Klingelton haben. Horror. Also meine Mutter hat Chöre von Mark Forster als Klingelton. Absolut Horror. Wenn ich mit meiner Mutter unterwegs bin und sie angerufen wird, stell dir mal vor, wie peinlich. Null, ne? Abseits von Musik machen, was war oder ist denn so deine liebste Beschäftigung während Corona-Quarantäne-Zeiten? Behinderte TikToks. Ich liebe TikTok. Ich bin ja der TikTok-König. Ich habe einen internationalen TikTok-Hit hingekriegt. Ich habe den Beauty-Mode zerstört. Und ansonsten FIFA. Ich habe nie FIFA auf der Playstation gespielt. Ich habe jetzt so einen Beamer mit so einer Leinwand und habe deswegen mir eine Playstation geholt, aber nie gespielt. Und jetzt spiele ich FIFA. Bin mit dem HSV aufgestiegen, jetzt in der Champions League gerade, dritte Bundesliga-Saison und direkt Champions League-Halbfinale. Auch online? Nee, weil dann sind die zu gut. Ich spiele Halbprofi. Und was ich aber erfahren habe kürzlich, dass alle Spieler, die Stärke 99 haben, sind sie selbst. Das heißt, wenn irgendeiner Lukas Podolski 99 ist, dann ist er selbst. Und es sieht gar nicht so schlecht aus, dass ich vielleicht eine Mark Forster 99 kriege. Dann wisst ihr, ich bin's selbst. Aber bitte labert mich nicht voll. Ich habe auch gehört, dass du gelernt hast, wie man Gerichte kocht, bei denen es sehr auf die Zeit ankommt. Carbonara. Ja, Carbonara ist ja quasi im Prinzip nur Nudelwasser, emulgiertes Fett aus sehr gutem Pancetta-Speck und ein bisschen Parmesan und natürlich Eigelb. Und wenn man den falschen Moment erwischt, dann sind es einfach Nudeln mit Rührei. Das ist ein Horrortrip. Dein Konzert auf dem Betze musste ja verschoben werden, ne? War das eine große Enttäuschung? Das Gute ist, es ist ja tatsächlich nur verschoben aufs nächste Jahr. Dass das Konzert verschoben wurde, ist für mich ungefähr so, wie wenn du mir sagst, am 1. September kriege ich Flügel und kann dann ab dem 1. September kann ich fliegen. Und dann sagt mir jemand, nee, klappt nicht 1. September, du kannst erst ab im Juli 2021 fliegen. Ungefähr so ist das. Denke ich so, ja, schade, aber es ist ja trotzdem unfassbar geil. Wenn am Samstag dann die Massen Richtung Stadion ziehen, dann kann ich es nicht lassen. Mich zieht's zum Betze hin. Die Stimmung ist dort ganz famos. Wie könnte's auch anders sein? Und geht das Spiel dann richtig los? Stimmen alle zusammen ein. Ole, 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 ola. Ich war noch auf dem Betzenberg beim Champions-League-Spiel vom 1. FC Kaiserslautern, bei einer Meisterfeier war ich da. Deutscher Meister vor 22 Jahren, ne? Absurd. Da hatte ich übrigens ein sehr schönes Blind-Date mit Tiffany. Noch schöne Grüße an Tiffany aus Kaiserslautern. Lass uns mal ein paar Jahre zurückgehen. Welchen Song hast du als Kind immer mitgesungen? You're the voice trying to understand it. Ich glaube, ich war 4 oder 3 oder so. Und mein Vater hatte das auf LP und musste es immer wieder von vorne abspielen. You're the voice trying to understand it. Dan, 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 dan. Oh, 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 oh. Jetzt sind wir schon in den 80ern. Ich finde, dein neues Single Übermorgen klingt auch sehr nach den 80ern. Und der erste Song, an den ich gedacht habe, war Münchner Freiheit ohne dich habe ich schon gehört. Hier das Aha-Lied von Weekend. Und dann Aha halt. Was ich auch in letzter Zeit häufiger gehört habe, war Pur, Hartmut Engler. Und ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal ein Lied hatte im Radio, da war Kaiserslautern noch in der Bundesliga, da habe ich Hartmut Engler getroffen und der hat zu mir gesagt, dass voll viele Leute ihn angesprochen haben, ach krass, ihr habt mal wieder ein gutes Lied gemacht, das im Radio ist und so. Was ist denn dein liebster Pur-Song? Wo sind all die Indianer hin? Du hast auch schon ganz verschiedene Versionen von Übermorgen gespielt. Bei Late Night Berlin, im Auto und so weiter. Ich dachte, vielleicht machen wir eine Autotune-Version. Und wenn ihr seid, du bist rein, hier ist Feuer, was weiß, ein Träum. Du weißt Bescheid. Wie viele Länderpunkte hast du bisher gesammelt eigentlich? Ich habe so eine App, wo man immer eintragen kann, wo man war. Und ich habe knapp unter 50 Länder. Das ist schon ganz schön gut, glaube ich, ne? Wie viele Länder gibt es denn insgesamt? 194, Mann.
Oh Mann, der war gemein. Okay, pass auf. Aber hast du eine besonders schlimme Reisestory? Ich war kürzlich in Rumänien, einfach so, nach Bukarest geflogen und dann von Bukarest weitergefahren bis zum Schwarzen Meer. Habe ich gepennt in so einem Bed and Breakfast und dort war so ein Whirlpool-Fass neben so einem Sauna-Fass. Klingt jetzt wie ein gutes Hotel, war es nicht. Es war einfach so ein Fass auf Feuer, wo wirklich alle den ganzen Tag waren, die da gewohnt haben, alle rumänischen älteren Herren und so. Ich war da mit jemandem und jemand wollte da unbedingt mit mir rein in dieses Fass und ich wollte nicht ablehnen. Deswegen habe ich in dieser Suppe gekocht. Das war die letzte schlimme Erfahrung auf einer Reise. Auf welchen deiner Refrains bist du besonders stolz? Ich finde 194 Länder schon nicht schlecht, weil ich wusste, bevor ich das da gegoogelt habe für das Lied, nicht genau die Zahl, wie viele Länder es gibt. Und ich wusste auch nicht, wie viele Sprachen es insgesamt. Ich habe das beides gegoogelt, das sind eigentlich voll die wichtigen Infos. Ich gehe stark davon aus, lief ja wirklich viel im Radio, dass jetzt viel mehr Leute wissen, wie viele Länder es auf der Erde gibt, durch mich. Eigentlich kein schlechtes Achievement. Richtig so. Geteacht hast du. Genau. Ja. Also vielleicht kennen jetzt durch Kapi viel mehr Leute Benzema, das ist jetzt auch nicht Cristiano Ronaldo sozusagen. Oder die Polizeinummer. Oder genau, wie man die Polizei erreicht. Aber durch mich gibt es wirklich so eine wertige Information. Da bin ich wirklich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bin ich ein bisschen stolz. Das war es tatsächlich auch schon. Jetzt ist so, Stage is yours, wenn du noch irgendwas singen möchtest, feel free. Nee, also aus dem, was ich jetzt hier reingesungen habe, können wir auf jeden Fall schon, können wir ein komplettes Bones-MC-Album schneiden, oder nicht? Also ich will einfach sagen, meine Fuß einziehen, ihr könnt es abonnieren, damit viele, viele Likes und ihr könnt es auch streamen. Ich bin Mark Forster und die Fußmagazinen könnt da draufklicken, falls ihr es nicht verstanden habt. Schöne Grüße.